So Leute, es geht weiter. Wir schreiben den 13. Juni 1944. General, wir haben gerade einen neuen Bericht erhalten, der umgehend Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Britische Panzertruppen und Befehlshaber sind heute Morgen vorgestoßen und haben Villers-Bocage, jetzt glaube ich im Englischen, oder Villers-Bocage im Französischen ausgesprochen. So, Villers-Bocage, auf jeden Fall. Villers-Bocage erobert, viel früher als wir vermutet hatten. Das ist eine äußerst kritische Situation, aber unter Umständen auch eine passende Gelegenheit für uns. General, mehrere Einheiten einer schweren Panzerabteilung, darunter auch die zugehörigen Tigerpanzer, waren als Verstärkung nach Villers-Bocage unterwegs. Und wie wir erfahren haben, hat der Anführer der Formation einen improvisierten Angriff auf die britischen Truppen gestartet. Sie sollen den Tigerpanzer der schweren Panzerabteilung bei der Mission anführen, die Befehlseinheiten in der Region ausfindig zu machen und auszuschalten. Dieser spezielle Tiger Panzer sollte selbst mit den stärksten alliierten Widerstand fertig werden können, den die Befehlseinheiten sicher leisten werden. Seien Sie sich lediglich vor verschanzten Panzerabwehr- und Infanterieeinheiten vor, die den Tiger beschädigen oder gar ausschalten können. Bevor Sie Ihre Truppen aufstellen, sollten Sie noch etwas wissen, dass aufgrund der ungewöhnlich schlechten Wetterbedingungen sowohl unsere als auch zum Glück die alliierte Lufteinheiten nicht starten können. Von daher werden Sie während der Operation keine Probleme mit feindlicher Luft oder feindlichen Flugzeugen haben. Allerdings auch nicht auf unsere Luftwaffe zurückgreifen können. Okay. Schalten Sie alle speziell markierten alliierten Befehls- und auch Transporteinheiten aus. Ah, das war das hier. Da ist er. Kann man schon sehen? Ne, ich kann noch nicht hin. Der hat halt echt so einen krassen Helden auch drin. Ja, schade, dass wir den nicht kriegen können. Es gibt glaube ich so einen Mod, wo du den sogar kriegst. Aber brauchen wir jetzt nicht. So, wir werden, der Tiger ist hier, dann kommt er hier. Wir werden hier schon massiv mit Infanterie reingehen, ne? Das ist ja ganz klar. Der Aufklärer hier hin. So, wo haben wir unsere Infanterie mit Bewegung? Hier. Und das hier ist die normale Infanterie. Die könnte vielleicht auch noch eine Bewegung bekommen. Ja, vielleicht. Du kommst hier hin. So, dann machen wir die Artillerie. Ich werde das jetzt hier tun, weil ich muss jetzt hier nicht die Luftwaffe machen, gar nichts davon. Und dann können wir uns die Ressourcen für andere Sachen holen. So, hier hin. Und dann können wir die ein bisschen aufpeppen, mal gucken, wie lange wir die haben. Dann holen wir ein Geschütz hier mit. Infanterie kommt hier mit. Die Infanterie kommt. Ja, warte, dann machen wir das anders, da war hier nicht. Dann machen wir das so. Ja. So, du kommst hier mit. Den holen wir hier mit. Den Königstiger holen wir auch hier mit an der Straße. Der Panther kann hier lang, der ist von der Bewegung her da optimal. Die Artillerie. Ah, wir müssen hier auch noch unterstützen. Moment. Dann machen wir das anders, dann kommst du hier mit. Ich bin am überlegen, die Infanterie vielleicht einen umzustellen, muss ich da warten. Die kann man auch hier lassen, uninteressant. So. Nebelwerfer. Kommt auch hier mit. Ja, die ganzen Einheiten aufteilen ist halt auch Schwachsinn. Das heißt, dass wir vielleicht hier so eine große Gruppe und da oben. Ja, komm. Das machen wir, dass wir da ein bisschen mehr. Dann haben wir hier die Artillerie. Dann würde ich nämlich sagen, hole ich hier den Nebelwerfer. Und der kommt hier mit. Und die Artillerie jetzt hier mit. Da holen wir den Panzer hier noch mit. Oder warte. Ne, wir machen den Panzer 4, würde ich sagen, oder? Wir machen den Panzer 4. Macht der Panzer 4 hier. So, du kommst dann hier mit. Wo ist unser neuer Panzer? Hier. Er. Hier haben wir eh keinen Platz mehr, also passt das dann. So, dann kommst du hier mit. Du kommst hier mit. Die 8-8er können wir mitnehmen, weil die können wir runtersetzen. Das passt dann. So. Boah, wir können noch 10 Einheiten aufstellen.
dritte Panzerabwehr ausbilden, aber... Also ich weiß nicht, wenn, dann würde ich echt sagen, wir könnten noch eine Infanterie ausbilden. Dann würde ich echt sagen, ich würde noch so eine Infanterie mit. Die bilden wir aus und dann kann die hier schon mal loslegen. Das wäre hier so die Überlegung. Wir haben 1500 Artillerie. Vielleicht noch eine Artillerie-Ausbildung. So eine. Weil ich darf nicht vergessen, ich habe Aufstellungsphasen 25. So, wenn wir jetzt mal heute 1, 2, 3, eine SE-Einheit. SE habe ich 1, 2, habe ich 5. So, 23. Davon sind jetzt auf dem Feld. Von 23 sind jetzt auf dem. Ne, von 25 sind jetzt auf dem Feld. Die SE, also die SE-Einheiten werden ja eh separat gezählt, brauche ich also gar nicht mitzuzählen. Jetzt sind wir bei 15, jetzt sind wir bei 17. So, wenn wir das noch mitnehmen werden, dann hätten wir jetzt hier 6 stehen. So, wenn wir dann auf die Luftwaffe gehen, dann sind wir hier schon mal bei 4. Dann zwei Jäger sind wir bei 25. Ja, also, nee, mehr brauchst du nicht. Das kann man jetzt noch machen, ja, aber mehr brauchst du jetzt echt nicht. Ja, passt. Mehr brauchst du nicht. Ein Aufklärer wäre vielleicht noch eine Überlegung gewesen, aber wenn ich das alles einsetze... schon mal einiges. Okay. Dann go. Ja, ihr müsst hier hoch. So.
So. Ja. Ja. Oh, war das gut, war das gut, war das gut? Okay, das hätten wir. Verteidigung plus 2. Okay. Könnte dein erster Kill werden, ne? Das machen wir mal. So. Okay. Hä? Oh, komm, jetzt hat er das... Ja, ist egal. Ja, unnötig. Mega unnötig. So, hier hin. Tiger in Bewegung. Wir machen das hier. Sehr gut. Und hier nochmal eine rein. Dann hauen wir mit der Artillerie hier rein. Das Bumpchen hier. Here, Panther!
Okay, hier haben wir es. Jo. Klasse. Er fährt in den Hinterhalt und ich krieg's ab. Hier nach vorne. Hier hin. Tiger in Bewegung. Ach Mist. Ah, jetzt blockiert er hier. Hm, das ist nicht gut. Das ist natürlich jetzt brandgefährlich. Was musst du machen? Du kannst hier hin. Nein, der hat nicht getroffen. Der muss da weg, der muss da weg. Gut. Ja, das müsste gehen. Ja, die sind echt gut auf. Die sind echt hart, ja. Dinger da sind echt hart. Wahnsinn, wie der im Kampf ist. Das ist schon genial gut. So, die meiner Team. Guckt hier hin. Okay, kann so bleiben. Gut. Das passt. Dann würde ich sagen, die kriegen jetzt erstmal alle jetzt hier Versorgung. Und wir rücken hier vor, wir rücken hier vor. Wenn ich dich hier hinsetze, müsste ich den wieder rauskriegen. Yes. Wir gehen hier hin. Ne, das machen wir ganz in Ruhe mit der Infanterie. Ja, keine Hektik. Ach du Scheiße.
Wow, warum hast du jetzt nicht geschossen richtig? Ey. Also. Ja. Ufer? Nee, nicht wirklich. Okay, wir müssen den einfach hier weghauen. Mach das, hol dir deine Erfahrung, du machst hier zu. Hier hin. Das ist jetzt nicht dein Ernst hier, oder? Junge, was ist denn das jetzt hier? Das sollte nicht sein. Aber der hat seinen Job gut gemacht. So, dann noch hier. So. Oh, der Tiger muss böse fressen. Der Tiger muss böse fressen. Wenn wir den jetzt vernichten, war es das hier, ne? Ich denke. Erstmal. Boah, die haben alle Munitionsprobleme, und zwar massiv. Ja, komm. Okay, bin ich mit einverstanden. Passt. Alles hängt am Munitionszipfel hier. Geht auf.
Okay. Ja, ich glaube, er will jetzt verhindern, dass ich Munition passe. Das ist schon... Er kriegt 4. Immerhin 2. Bei ihm kriege ich gar nichts rein. Nee, da kriege ich echt nichts rein. Das könnte man eigentlich machen. Wir können Arzt durch den Brand stellen. Ja, das geht. Das geht. So, du kannst hier hin. Du kannst hier hin. Du kannst hier hin. Das hat sich doch mal hier richtig gelohnt. Munition. Ja, dafür ist er noch nicht stark genug. Nee. Okay, aber das ist nicht schlimm, das kann so bleiben. Nee, bleib mal. War das nicht gerade ein Hinterhalt? Boah, Junge, der ist mir in den Hinterhalt gefahren, das hab ich abgekriegt. Boah, das ist übel. Das ist schon übel. Hier drauf. Hier drauf. Hier Panther.
Ist er blockiert, er kommt da nicht hin. Okay. Sauberer Treffer wieder. Hier, Panther. Ja, das kann der. Munition, Munition, Munition. Na, das schafft er wohl auch allein. Okay, der ist rausgerückt. So, dann holen wir uns mal unsere Kosten zurück. Hier ist eine Unterdrückung. Upsa. Unterdrückung, ne, reicht noch nicht. Jetzt, upsa. 3. Jetzt reicht's. Jetzt, ja, wollte ich sagen. Perfekt. So, ja, ein Panzer hat ein bisschen erlitten, aber ansonsten alles so minimal, ja. Infanterie leidet immer, da muss man mit, na gut, was heißt ein Panzer? Ich glaube, die Panzerabwehr haben böse gelitten.
aber das könnte ihm natürlich halt auch wieder helfen für nach vorne. Aber es sind ja auch... Okay, ich denke, dann haben wir alles, oder? Ja. Gut. Dann hätten wir das. Wunderbar. Dann, meine Hochachtung, Herr General. Die schwere Panzerabteilung gratuliert Ihnen zu Ihrer famiosen Leistung und bedankt sich für Ihre Hilfe. Ein weiteres Mal haben Sie dafür gesorgt, dass der Feind einen hohen Preis für seinen dreisten Vorstoß zahlen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die gegnerischen Befehlseinheiten und ihre Ausrüstung nicht so einfach zu ersetzen werden können. Historisch gesehen gab es tatsächlich einen Tigerpanzer, der innerhalb von nur 15 Minuten mehr als ein Dutzend gegnerische Panzer und Fahrzeuge ausgeschaltet hatte, was den legendären Ruf des Tigerpanzers noch weiter ausbaute. Ja, Leute, das war's von Villeras Bourgeois oder Bourgeois, wie auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann geht's weiter. Bye, bye.